Die neue AMD Ryzen 9000er Serie ist da. Wir hatten sie auf dem Prüfstand und zeigen dir heute, welches der Modelle das Richtige für dich ist. Fast 2 Jahre mussten wir uns gedulden, aber jetzt ist endlich wieder eine neue Ryzen-Generation erhältlich. Moin, ich bin Steffen von MemoryPC und diese CPUs versprechen nicht nur eine enorme Leistung, sondern auch eine Vielzahl von Einsatzgebieten, von Gaming bis hin zu professioneller Content-Erstellung. Also lasst uns loslegen. Die Ryzen 9000er Serie umfasst verschiedene Modelle, die auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse zugeschnitten sind. Egal, ob ihr High-End Gaming betreiben wollt oder professionell arbeiten, hier ist für jeden was dabei. Angefangen beim Ryzen 5 9600X mit 6 Kernen und 12 Threads reicht das Portfolio bis zum 9950X mit 16 Kernen und 32 Threads. Alle Modelle kommen mit einer integrierten Radeon Graphics Einheit, die für grundlegende Anwendungen mehr als ausreichend ist. Wenn du dich dafür interessierst, wie genau die Namenskonventionen dieser CPUs funktionieren, dann schau gerne in unser Video zu der 7000er Serie rein. Da haben wir das Thema mit den Bezeichnungen schon ausführlich erklärt. Schauen wir uns jetzt die Modelle einmal im Detail an. Das Lineup beginnt beim Ryzen 5 9600X. Dieser verfügt über 6 Kerne und 12 Threads, hat einen Basistakt von 3,9 GHz, von dem er bis auf 5,4 GHz boosten kann und das bei einer TDP von 65 Watt. Weiter geht es mit dem Ryzen 7 9700X. Das ist ein 8-Kerner mit 16 Threads. Die Grundtaktung liegt 100 MHz unter dem 9600X mit 3,8 GHz. Dafür boostet er aber auch 100 MHz höher mit 5,5 GHz. Bei der gleichen TDP von 65 Watt. Kommen wir zum ersten Vertreter der Ryzen 9 Riege. Das ist der 9900X und der hat ganze 12 Kerne und 24 Threads. Der Grundtakt hier liegt bei 4,4 GHz und er boostet bis 5,6. Dabei liegt die TDP etwas höher mit 120 Watt. Damit kommen wir zum größten Vertreter dieses Lineups und der 9000er Serie, und zwar dem Ryzen 9 9950X. Das ist ein 16-Kerner mit 32 Threads. Die Grundtaktung liegt bei 4,3 GHz, dafür boostet er bis zu 5,7 GHz und hat eine TDP von 170 Watt. Da die 9000er Serie wieder auf dem ARM5-Sockel läuft, ist ein Upgrade super easy. Das bedeutet, alle A320, B650 und X670 Boards sind damit kompatibel. Alles, was ihr machen müsst, ist ein BIOS-Upgrade. Jetzt, wo wir alle Zahlen und Daten zu den jeweiligen Modellen haben, können wir uns nun unseren Tests zuwenden. Was den Aufbau unserer Testbench angeht, lief die jeweilige CPU auf einem Asus Prime X670P Motherboard und zwar mit der BIOS-Version 3024. Arbeitsspeicherseitig haben wir 32 GB mit einer Taktung von 6000 MHz verwendet. Das ist immer noch der Sweet Spot für die Ryzen-Prozessoren, also haben wir das so gewählt. Um sicherzugehen, dass wir keine Bottlenecks haben, haben wir in dem System eine 4090 verwendet. So, das deckt die Hardware ab. Was die Software angeht, haben wir Windows 11 Pro benutzt und zwar mit dem letzten Update aus dem August. Um die Leistungswerte nochmal separat von den integrierten Benchmarks abzunehmen, haben wir CapFrameX und Hardware Info benutzt. Was die reinen synthetischen CPU-Tests angeht, haben wir Cinebench R23 benutzt, weil es da einfach sehr viele Vergleichswerte gibt und die auch sehr verlässlich sind. Außerdem haben wir Werte im 3D-Max CPU-Benchmark gesammelt. Dabei haben wir uns vor allem auf die Max-Threads-Kennzahlen bezogen und auf die 8-Thread-Kennzahlen, denn nicht alle CPUs in unserem Test haben 16 Threads. Was die Gaming-Benchmarks angeht, haben wir Werte gesammelt in Cyberpunk 2077, dem Benchmarking-Tool von Wukong und natürlich dem altbewährten Shadow of the Tomb Raider. Da es uns vor allem um die CPU-Leistung geht, haben wir alle Spiele auch in der 720p-Einstellung getestet, um die GPU-Leistung so weit wie möglich aus dem Bild zu nehmen. Aber auch in den höheren Auflösungen haben wir AMDs Supersampling-Technologie FSR eingeschaltet, um mehr Last auf der CPU zu lassen. So, jetzt wo wir den Testaufbau geklärt haben, können wir uns endlich die Ergebnisse anschauen. Wir haben uns die drei Spiele in den verschiedensten Auflösungen angeschaut und haben ganz viele Werte, die wir aber nicht einfach auflisten wollen, sondern wir wollen uns die Auffälligkeiten der verschiedenen CPUs in den Spielen anschauen, um am Ende zu einer Kaufempfehlung für dich zu kommen. Fangen wir an mit unserem ersten Spiel, Wukong.
Wukong reagiert am besten auf mehr Kerne und mehr Threads. Das sehen wir vor allem daran, dass der 9600X zwar stabile 90 FPS auf die Straße bringt, aber mit dem Wechsel auf den 9700X erreichen wir eine Leistungssteigerung von fast 50%. Nochmal 4 Kerne mehr mit dem Wechsel auf den 9900X bringen immer noch solide 24% mehr Leistung, während der Wechsel von dem 9900X auf den 9950X nur noch minimale Verbesserungen bringt. Das liegt dann eher an der Single-Core-Performance, also kann das Spiel maximal so richtig 24 Threads ausnutzen. Kommen wir zu Cyberpunk 2077 und das ist ein etwas ausbalancierteres Spiel, wie wir gleich sehen werden. Der 9600X bringt hier stabile 119 FPS mit seinen 6 Kernen und 12 Threads. Das lässt allerdings noch einiges an Luft nach oben für den 9700X, der ganze 139 FPS bringt, das mit seinen 8 Kernen und 16 Threads. Das entspricht einer Leistungssteigerung von 16,8%. Mit dem Wechsel auf den 9900X sehen wir nur noch eine marginale Leistungssteigerung von etwa 2,1%. Das bedeutet, dass dieses Spiel bzw. die Engine mit mehr als 16 Threads einfach nicht mehr so gut skaliert. Auch der Wechsel auf den 9950X bringt nur noch eine leichte Steigerung in unseren Messungen von etwa 4%. Und das bedeutet, dass der Sweet Spot für dieses Spiel eigentlich ein 8 Kerne mit 16 Threads ist. Hier zum Beispiel der 9700X. Tomb Raider ist ein Beispiel für einen Titel, der nicht so stark von der Thread-Anzahl profitiert und stattdessen eher von einer besseren Single-Core-Performance. Wir sehen zwar ein starkes Plus von dem 9600X auf den 9700X von knapp unter 12%, das liegt aber eher an der Single-Core-Performance. Mehr als 16 Threads kann das Spiel nicht so gut nutzen und wir sehen daher eine ziemlich homogene Steigerung von dem 9700X auf den 9900X und dann wieder auf den 9950X. Um in solchen Titeln das Beste aus deiner CPU zu holen, kannst du zum Beispiel auch von die von AMD zur Verfügung gestellten Tools wie den Precision Boost Overdrive oder den Curve Optimizer zurückgreifen, um deine CPU noch besser dastehen zu lassen. Während wir in den Spielen keine größeren Leistungssprünge mit über 12 Kernen gesehen haben, sieht das in unseren Productivity Benchmarks etwas anders aus und die schauen wir uns jetzt an. Im Cinebench Multicore-Test sehen wir ganz starke Unterschiede zwischen den CPUs. Der 9600X erreicht 14.415 Punkte, was für Standard-Workloads und mittelmäßiges Multitasking völlig in Ordnung ist. Der Ryzen 7 9700X steigert diese Leistung nochmal um 28%, was ihn für rechenintensivere Aufgaben wie Videobearbeitung oder Renderings interessanter macht. Der 9900X legt dann nochmal ganze 40,22% drauf, was ihn deutlich interessanter macht für Leute, die nicht nur spielen, sondern auch etwas nebenbei machen. Der 9950X ist dann etwas für Leute, für die Zeit Geld ist. Er legt nochmal 54% an Leistung im Multicore-Betrieb drauf und ist damit wirklich angemessen für Power-User und Professionals. Im Single-Core-Test sehen wir eine ziemlich gleichmäßige Leistungssteigerung, die sich durch das Lineup zieht und das ist ganz einfach erklärt durch die leicht erhöhte Boost-Frequenz. Widmen wir uns nun dem CPU-Benchmark von 3DMark. Der Ryzen 5 9600X stößt hier mit 7367 Punkten an seine Grenzen. Das Ergebnis des 9700X ist hier um ganze 21% besser. Hier sehen wir, wie gut er seine extra 2 Kerne und 4 Threads in diesen rechenintensiven Aufgaben nutzen kann. Der 9900X erreicht in diesem Test eine Punktzahl von ganzen 13.490 Punkten. Das ist eine Steigerung von 51% und das ist in diesem Test schon ziemlich massiv. Der 9950X erreicht nochmal eine Steigerung auf 16.313 Punkte. Das sind ungefähr 21%, aber wir sehen hier schon, dass die Kernzahl nicht mehr linear das Ergebnis verbessert. Kommen wir zum Fazit und damit zu unserer Empfehlung, welche CPU in diesem Lineup am besten zu dir passt. Der 9600X ist fürs Erste das Einstiegsmodell dieses Lineups und vor allem für pures Gaming oder alltägliche Anwendungen geeignet. Mit 2 Kernen mehr und dem etwas höheren Boosttakt ist der Ryzen 7 9700X ein würdiges Upgrade für jeden Gamer, der vielleicht sogar mal nebenbei ein bisschen streamen möchte. Wenn du anspruchsvolle Anwendungen benutzt, dabei flüssiges Multitasking haben willst oder vielleicht sogar
Content Creation betreibst, ist der 9900X der richtige Kandidat für dich. Der Ryzen 9 9950X richtet sich vor allem an Enthusiasten und Professionals. Mit seinen 16 Kernen und dem höchsten Boosttakt der Generation steht dir jederzeit die beste Performance zur Verfügung. Wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung mit diesem Video helfen konnten. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, deinen neuen Traum-PC mit einem Ryzen der 9000er Generation zu konfigurieren, dann schau gern bei uns im Shop vorbei. Beim Ryzen 7 9700X und den Ryzen 9 9900X und 9950X erhältst du außerdem bis zum 2.11. noch die Spiele Space Marine 2 und Unknown 9 Awakening zu deinem PC dazu. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal.